Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Fashion Haul für euch und zwar von der Marke Naked. Die Sachen wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt, deswegen Werbevideo hier oben. Aber nicht nur deswegen, sondern dieses Video ist auch eine Kooperation mit 21 Buttons. Und zwar wurde ich netterweise auf diese App aufmerksam gemacht und ich fand die direkt wirklich super, super cool. Ich werde euch ganz kurz erklären, wie die App heißt, worum es da geht und so weiter. Und dann starten wir auch schon direkt mit dem Naked Try-On Haul. 21 Buttons ist das führende Modenetzwerk, wo sich Benutzer einfach von ihren Influencern, von ihren Lieblingsinfluencern zum Beispiel oder auch von ihren Freunden einfach inspirieren lassen können. Und das Coole ist einfach, dass die App nicht nur für uns Influencer gemacht ist, sondern natürlich für euch alle da draußen. Und das Coole daran ist ebenfalls noch, dass ihr alle da draußen, ohne überhaupt Influencer oder YouTuber oder Blogger oder sonst was sein zu müssen, damit Geld verdienen könnt. Mit der App könnt ihr also Outfits von euren Lieblings-YouTubern oder von euren Lieblingsbloggern super schnell sehen, euch inspirieren lassen und die ganzen Sachen auch direkt nachkaufen. Da könnt ihr einfach nur auf diesen Punkt klicken, zum Beispiel ich markiere jetzt hier meine Bluse, die ich gerade anhabe oder so und dann klickt ihr einfach da drauf und kommt dann sozusagen direkt auf den Link von diesem Produkt. Und das Coole ist, dass ihr wirklich alle Shops habt, die es überhaupt gibt. Also wenn ich hier irgendwie eine Bluse von, keine Ahnung, Calvin Klein oder so trage, kann ich dann auch direkt auf Calvin Klein gehen und das Ganze verlinken. Also es gibt wirklich alle Shops sind in diesem Portal 21 Buttons vorhanden, sodass man wirklich dieses Oberteil, was man genau trägt, verlinken kann. Ich kenne viele Portale, die auch sowas ähnliches angeboten haben, wo man aber wirklich kein Zara zum Beispiel markieren konnte, kein H&M markieren konnte und dann immer irgendwas Vergleichbares oder Ähnliches suchen musste. Und hier ist es wirklich super cool, da kann man Zara, H&M, alles markieren, was ich mega, mega cool finde. Und wie gesagt, durch einen Klick einfach auf das Kleidungsstück gelangt ihr direkt zu dem Kleidungsstück, wonach ihr gesucht habt. Und das Coole an der ganzen Sache ist und wie ihr dadurch auch noch Geld verdienen könnt, ist, wenn mir zum Beispiel eine Jacke von irgendjemandem gefällt und ich gehe da drauf und denke mir so, ja, die möchte ich auch unbedingt kaufen, dann bekommt diese Person eine Provision, weil ich ja über sie diese Jacke gefunden habe sozusagen. Und so könnt ihr auch Geld verdienen, ohne überhaupt Influencer zu sein. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel mit euren Freunden teilen und zwar müsst ihr da halt einfach nur ein paar Outfit-Bilder posten und eure Outfits verlinken und so kann sich zum Beispiel eure beste Freundin die Jacke von euch nachkaufen und ihr bekommt das Geld dafür. Das ist wirklich mega, mega cool und ab 10 Euro könnt ihr euch das Ganze auch auszahlen lassen. Einen Link zu dieser App werde ich euch in die Infobox setzen. Ich heiße übrigens dort, das habe ich total vergessen zu erwähnen, vor lauter Erklärung, Sarah Desideria und da könnt ihr mir super gerne folgen, denn da findet ihr dann wirklich alle Instagram-Outfits oder generell total viele Outfits, die ich einfach mal so shoote bei 21 Buttons und dann könnt ihr direkt auf meine ganze Kleidung zugreifen und einfach schauen, woher die Hose ist. Manchmal sucht man ja wirklich genau diese Hose, die da jemand trägt auf diesem Bild und dann ist sie auch wirklich da verlinkt. Das ist doch so, so cool. Also ich kann euch wirklich raten, falls euch sowas interessiert, auch nicht nur von mir, sondern auch von anderen Influencern, da sind wirklich so, so viele Leute dabei, die man wirklich auch kennt, dann ladet euch auf jeden Fall die App runter, Link ist in der Infobox und da könnt ihr mir auch gerne folgen, da heiße ich Sarah Desideria und ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf eure Outfits, denn wie gesagt, da kann jeder mitmachen, man muss dafür kein Blogger oder Influencer sein. Ja, so schaut übrigens mein Profil aus. Ich heiße da wie gesagt Sarah Desideria, habe schon 4 Outfits hochgeladen und dann könnt ihr euch auch direkt die Sachen zum Beispiel nachkaufen, zum Beispiel hier, ihr seht einen schwarzen Punkt auf meinem Pullover und da kann ich einfach mal schnell drauf gehen und wie ihr seht, der Pullover ist von Naked. Ja, mega, mega cool. Dann müsst ihr einfach nur Webseite besuchen, klicken, das ist hier und genau, dann gelangt ihr auch schon direkt zur Webseite. Und ja, wirklich super, super einfach und einfach mega cool, weil ihr da wirklich alles verlinken könnt, was ihr wollt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Naked Haul, falls ihr jetzt auch Bock habt, so ein bisschen Geld zu verdienen und auch noch Spaß dran zu haben und eure Kleidung zu verlinken. Dann, wie gesagt, Link ist in der Infobox, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden, die App. Und mir auch gerne folgen, wenn ihr Lust habt. Ja, jetzt geht's aber auch wirklich los mit dem Naked Haul. Ja, falls euch von diesem Naked Haul was gefallen sollte, dann vergesst auf gar keinen Fall, meinen Gutscheincode einzulösen. Der nennt sich DESY20. Werde ich euch hier einblenden, aber auch nochmal in die Infobox schreiben. Ich hoffe, dass der DESY20 heißt, aber ich denke schon. Und damit bekommt ihr 20% auf eure gesamte Bestellung. Und eure Bestellung, also meine war innerhalb von 2 Tagen da, also es geht wirklich super fix bei Naked. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Teil und das trage ich auch gerade. Da kann ich auch gleich mal aufstehen. Und zwar ist das diese schöne Bluse hier. Ich liebe sie. Wirklich liebe sie einfach über alles. Aber ich muss euch wirklich sagen, bestellt diese Bluse eine Nummer größer. Ich habe hier auch Größe 36 anstatt 34 genommen.
weil ich einfach finde, dass die in 34 ein bisschen zu eng sitzt. Und die habe ich auch schon in Rot zu Hause, aber ich wollte jetzt diesmal in Blau haben, weil ich die wirklich total gerne getragen habe. Und ich werde euch natürlich auch alle Links von den Teilen, die ich mir gekauft habe, in die Infobox setzen. Als nächstes geht es weiter mit etwas sehr Außergewöhnlichem, wo ich mir wirklich dachte, soll ich das kaufen oder nicht? Aber ich habe mich inspirieren lassen, und zwar habe ich das Kleid bei Milena Le Secret gesehen. Vielleicht kennen die ja einige von euch. Das ist wirklich so meine Lieblingsbloggerin irgendwie. Und die verfolge ich wirklich sehr gerne. Und die hatte das hier an, mit Stiefeletten kombiniert. Und ich dachte mir so, hä, das ist ja mega cool. Kann man nicht nur im Sommer tragen, sondern auch sozusagen im Herbst oder Winter. Und hier das wirklich so schön kombiniert, wo ich mir dachte, das könnte man auch so kombinieren. Die hat dann noch eine Lederjacke drüber. Also wirklich so richtig casual kombiniert. Und es hat mir so gut gefallen einfach. Und wie gesagt, das ist ein Vokuhila-Kleid. Das ist vorne ein bisschen kürzer als hinten. Ich dachte eigentlich, dass das schon längst out wäre, weil früher, als ich in der 10. Klasse war, hat man sowas mal getragen. Aber ja, jetzt soll es ja wieder in sein anscheinend. Aber ich finde es hier bei dem Kleid auch wirklich wunderschön. Das sieht auch schon fast so aus wie meine Bluse, also auch so zum Schnüren. Aber wirklich ein wunderschönes Kleid und ich freue mich schon total, das zu tragen. Weil wie gesagt, das kann man auch an kalten Sommerabenden super tragen und halt auch im Winter, ja. Entschuldigt bitte meine Frisur, die sitzt heute nicht so ganz gut. Ich hatte nämlich heute irgendwie keinen Bock, meine Haare zu machen, deswegen habe ich mir einfach einen Messi-Dutt gemacht. Und weil ja viele von euch in meinem Maybelline-Video gesagt haben, ich soll das öfter mal tragen, dachte ich mir, okay, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit. Gut, als nächstes habe ich hier so einen richtig schönen roten Pullover mir ausgesucht. Der schaut so aus, den kann man hier dann auch nochmal binden an den Ärmeln, das finde ich auch immer mega cool. Und der hat wirklich so einen super weichen Stoff, das ist wirklich unfassbar. Und ja, der ist auch wirklich total schön, kuschelig, weich und das braucht man jetzt auch bei dem Wetter. Also bei uns schneit es wirklich draußen in Strömen, deswegen sind solche Sachen wirklich total gut. Und den habe ich in meiner ganz normalen Größe bestellt, also ein XS, und der passt auch wirklich super. Als nächstes habe ich hier ein Basic-Teil und zwar ist das einfach eine ganz normale schwarze Bluse aus so einem richtig schönen glänzenden Stoff. Also ich glaube, das ist Satin oder so. Also wirklich mega, mega schön. Gefällt mir wirklich so gut, weil man das einfach lässig, aber auch schick tragen kann. Und solche Sachen fehlen einfach total in meinem Kleiderschrank, ist mir aufgefallen. Einfach solche Basics. Einfach eine ganz normale schwarze oder weiße Bluse. Was besitze ich irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Deswegen ja, freue ich mich total über dieses Teil hier, dass ich mir das hier bestellt habe. Ja, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile. Und zwar ist das hier den Pullover, den ich euch gerade auch bei 21 Buttons gezeigt habe in der App, nur in weiß. Und diesen Pullover liebe ich wirklich abgöttisch, den habe ich ja auch schon in Rot. Und jetzt habe ich mir den nochmal in weiß geholt, weil ja, der hält einfach so warm, der sieht cool aus, weil der halt etwas breitere Ärmel hat, die hier so ein bisschen zusammengehen. Und der sitzt wirklich wie angegossen. Ich liebe den Pullover einfach. Also wie gesagt, ich liebe ihn in Rot und liebe ihn auch in weiß jetzt. Und da habe ich auch meine ganz normale Größe XS drin bestellt. Und der ist auch sehr oversized. Ja, hier haben wir auch ein mega, mega geiles Teil. Da habe ich mich so gefreut, dass ich das noch bekommen habe. Dieses Kleid hatte ich nämlich schon einmal und auch von Naked und habe das in XS bestellt. Also bestellt wirklich hier bei diesem Kleid, falls ihr das auch haben wollt, eine Nummer größer. Und ich habe es wirklich in XS damals bestellt und ich bin da nicht reingekommen, Leute. Ich konnte es nicht mal zumachen. Ich habe es hier gar nicht über die Brüste bekommen. Es hing einfach. Und ich habe so, oh mein Gott, und dann habe ich das Kleid kaputt gemacht. Ja, also so wirklich typisch ich einfach. Und es hat einfach nicht gepasst und ich wollte mich trotzdem reinzwängen und dann ist es gerissen, ist ja klar. Und das ist ein Kleid, das ist wirklich sehr, sehr dicker Stoff, finde ich. Also wirklich ein etwas dickerer Stoff. Und auch nicht so elastisch. Also klar, so ein bisschen elastisch schon, aber es drückt einen schon sehr fest. Deswegen, falls ihr das auch irgendwie nachkaufen wollt, bitte eine Nummer größer. Ich habe es auch in S genommen. Und ich hoffe, dass es mir dieses Mal passen wird. Ich habe es jetzt noch nicht anprobiert. Und das ist wirklich super schön. Also das hat hier überall Schnürungen. Und auch nicht zu viel, weil zu viel mag ich einfach nicht. Also hier an den Schultern und einmal hier am Bauch. Also euren Bauchnabel sieht man nicht. Aber halt hier so... Das hier ist halt, glaube ich, dann frei. Aber ihr seht es ja sowieso getragen. Und genau, das ist ein bisschen länger, also auch nicht zu kurz. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kleid. Und das kann man halt auch schick tragen, aber auch lässig, finde ich. Also sowas ist immer so voll perfekt, wenn man irgendwie so eine Veranstaltung hat, wo man mal hingehen will und ein bisschen besonders aussehen will. So, dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Teilen. Nee, zu den vorletzten zwei Teilen. Oder? Ja. Weil das ist dasselbe, nur in einer anderen Farbe. Und da habe ich noch eine Jacke. Und zwar sind das diese Oberteile hier. Und in die habe ich mich direkt verliebt, als ich die gesehen habe. Und zwar gefällt mir das hier so gut. Seht ihr das? Das sind diese Peplum-Ärmel oder wie sich das auch immer nennt. Ich weiß gar nicht, wie nennt sich das? Trompetenärmel mit... Keine Ahnung, also so mehrlagig halt. Und das fand ich wirklich super schön, gerade so für den Frühling, Sommer. Und das habe ich nicht nur in weiß, sondern das Ganze habe ich natürlich auch in schwarz. Weil
jeder, der weiß, wie ich drauf bin, ich muss immer was, also irgendwelche Sachen, die mir gefallen, in zwei Farben kaufen. Wäre es auch so, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Also wenn mir irgendwas gefällt, wie die Bluse hier zum Beispiel, die habe ich nicht nur rot, in Rot, sondern auch in Blau. Und ja, finde ich einfach mega cool. Deswegen, wie gesagt, musste jetzt auch das Ganze nochmal in Schwarz her. Und die habe ich auch ganz normal in meiner Größe XS bestellt. So, Leute, und zu guter Letzt habe ich mir dann noch diese coole Jacke hier bestellt. Das ist kein echtes Fell, falls irgendjemand denkt, das ist, ja, keine Ahnung, was es ist. Das ist gar kein Fake-Fell, sondern das ist einfach Wolle oder so. Also so, auch keine echte. Genau, das ist einfach hier so ein Mantel, der aussieht wie so ein Schäfchen irgendwie. Ja, ist rosa und das muss ich auch mal kurz hier aufmachen, weil das hat solche Dinger, was man so einklemmen kann, damit man die Jacke auch zumachen kann. Aber ich finde persönlich, dass man sowas echt nur offen trägt und nicht zu. Und ja, fand ich auch sehr stylisch. Die Jacke ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde die wirklich mega, mega cool. Ist wie gesagt rosa, ein bisschen länger und für den Frühling oder Herbst auch perfekt geeignet. Die hält, glaube ich, nicht so warm wie eine Winterjacke, aber schon relativ warm. Ja, finde ich auch mega cool. Habe ich auch in 34 bestellt. Ja, Leute, das war es dann jetzt auch schon mit meinem Naked Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass er euch gefallen hat. Falls euch von diesen Sachen etwas gefallen hat, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne meinen Code verwenden. Mit DESI20 bekommt ihr 20% Rabatt auf alles bei Naked, also auf eure gesamte Bestellung. Und vergesst auf gar keinen Fall, euch 21 Buttons herunterzuladen, falls ihr Bock habt, selber Geld damit zu verdienen und ein paar Outfits selber nachzushoppen und euch inspirieren zu lassen. Denn da findet ihr wirklich super coole Inspirationen auch auf der Startseite. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!